Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir wollten ein neues Format ausprobieren und ich habe mir den Ossock geschnappt, denn er hat natürlich mitgeholfen bei diesem Format. Genau. Das Format heißt Aufgebraucht. Ihr kriegt es jetzt vielleicht einmal im Monat zu sehen, wenn ihr darauf Bock habt. Genau, wir waren ja im Livestream jetzt häufiger gewesen, da haben einige Zuschauer gesagt so, hey, wir finden so ein Aufgebraucht voll spannend. Wollt ihr sowas nicht auch mal machen? Und da haben wir gesagt, okay, machen wir. Haben wir fleißig gesammelt. Und wir wollten euch jetzt unseren Müll zeigen. Also, das ist hier Ossocks Tüte auf jeden Fall. Er hat ein paar... Danke, Ossock, war hier noch ein Tropfen drin. Entschuldigung. Er hat Bier getrunken, er hatte aber auch Geburtstag diesen Monat. Ne? Genau, ich habe Bier getrunken. Hört ja gar nicht auf, das Bier hier. Nein, das ist alkoholfreies Bier. Ich habe alkoholisches Bier... Radler ist auch dabei. Genau, ich habe alkoholisches Bier getrunken und alkoholfreies Bier und Energy Drink. Und ein Energy Drink. So, wie fandst du den? Also ich mag diesen Booster überhaupt nicht. Ich mag wirklich nur Rockstar. Ich finde den besonders lecker. Das ist die einzige kleine Sorte, weil das ist mit Cranberry-Geschmack. Der schmeckt nach Beeren und Granatapfel Cranberry. Der ist sehr süß auch. Den finde ich ganz lecker, den hole ich mir auch ab und zu mal wieder. Aber so eine Dose kostet 69 Cent und das ist halt für 0,33 sehr teuer. Deswegen kaufen wir uns lieber den Rockstar, wenn er im Angebot ist. Der schmeckt dann einfach viel besser. Für 79, 89 Cent. Und da ist dann halber Liter drin. Deswegen trinken wir sonst immer den Rockstar. Genau. Und du kannst es hier reintun. Genau. Ich muss aber auch sagen, von diesen ganz lieben Energy Drinks, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kriege davon Durchfall, wenn ich das so viel trinke. Ja. Also ich vertrage nur die teuren Energy-Drinks. Genau. Zum Bier wollte ich nochmal sagen, ich kaufe mal in der Regel immer das Bier, was im Angebot ist. Oder wenn ich halt mal ein Schnäppchen sehe. Und das war jetzt bei Edeka so ein Schnäppchen, da hat die Dose 39 Cent gekostet. Und da habe ich mir halt dann zwei davon mitgenommen. Ja, zu Bier kann ich nicht so viel sagen, denn ich trinke eigentlich quasi gar keinen Alkohol. Das sind noch ein, zwei Bierdosen, also waren vier insgesamt. Vier Bierdosen. Also. Aber ist ja okay, ne? Pastificio Extra di Lusso. Das sind die Rigatoni-Nudeln, die wir hatten. Genau. Waren sehr, sehr lecker. Ich finde aber, alle Nudeln schmecken irgendwie gleich. Also jetzt nicht Spätzle und normale Nudeln, aber diese Teigwaren, also da ist ja nur die Form anders, ne? Ja, also ich fand die jetzt cool. Da hat mehr Soße dran geklebt und dadurch war das geschmackvoller bei unserem Pesto. Ja, dieses große Loch drin, da hat sich die Soße gut festgesetzt. Genau. Ja. Ich lege das dann mal hier runter, du gehst hier weiter. Wir hatten einmal Bauernschinken. Das meiste hat Ossock gegessen. Ich habe ihm jetzt aber 5 Scheiben, glaube ich, geklaut. Genau. Den hatte ich jetzt... sehr lecker. Ja, den habe ich auf meine selbstgemachte Pizza gelegt. Das habe ich bei mir an meinem Geburtstags-Livestream, hat man das gesehen. Da gibt es auch ein Video von, wie ich selber Pizza mache. Also das war auch mein aufgetauchter eigener Pizzateig. Mhm. Und ich mache ja gerne Pizza-Selbstbaukasten. Da habe ich mir Bauernschinken mit draufgelegt. Genau. Es ist ein bisschen Beauty-Kram dazwischen. Ich habe hier diese Serien aufgebraucht. Das ist hier so ein Sima-Pack gewesen. Soll ganz hochwertig gewesen sein. Also ist extrem teuer, diese Packung. Glättungskur-Serum. Ja, aber ich finde, es war am Ende wie jedes andere Serum auch. Also ist denn nichts deine Haut Besonderes jetzt glatter festgestellt. Geworden? Nee, ich nehme ja täglich Serum und es war ganz normal. Also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass es besonders gut war für die Haut. Wir haben Leinsamen, die haben wir noch nicht komplett aufgebraucht, die habe ich umgetopft und deswegen habe ich jetzt hier die Packung schon. Leinsamen ist ein deutsches Superfood. Ich habe früher immer diese Chiasamen gegönnt, aber ganz ehrlich, Leute, Leinsamen tut es auch. Also, Die haben wir jetzt in verschiedenen Gerichten schon mit drin gehabt und im Brot selbstgebackene Brötchen von dir. Ich habe Brötchen selbst gebacken aus Haferflocken, Quark und Leinsamen. Also das waren so die Hauptzutaten. Mega geil, also super fluffig, habe ich nicht mitgefilmt, könnte ich aber mal machen, falls ihr da Bock drauf habt. Sehr viel Ballaststoffe und High Protein natürlich. Genau, weil es halt nur pures Korn ist. Sonst kennt ihr dieses Korn-an-Korn-Brot, das ist so ähnlich ungefähr, ja, außer dass da jetzt noch Quark drin ist. Leichte Creme zum Kochen. Da hatten wir das Butter Chicken mitgemacht. Mega geil. Also wir lieben diese Creme. Das ist wie Sahne, hat aber nur 7% Fett. Das ist Milch-Sahne-Ersatz, also Sahne in... Also hier ist drin Vollmilch, 83%, 15% Sahne. Und dann, um das anzudicken, halt einfach Stärke, Milcheiweiß und natürlich dann einen Stabilisator noch reingehauen. Also kein Produkt, was man unbedingt brauchen würde. Wenn man aber, also es schmeckt wirklich ein bisschen wie Sahne. Ne? Genau, die Sahne also enthält halt hier auch nur 10% Fett, ist also auch nicht 7%. Die Vollfett. Ne, hier steht es drauf. Da. Ja, die Sahne, die da drin ist, ja genau. Okay. Deswegen, also das ist halt auch nicht die vollfette Variante. Finde ich gut und
Wir nutzen es halt sagen, gerne. Kann man super duper mit ersetzen. Ja. Genau. Ich habe hier einmal Weinstephan haltbare Milch. Die gab es bei Kaufland für 17 Cent pro Packung. Also die waren im Angebot gewesen. Genau, da hatten wir dann zugeschlagen. Weinstephan haltbare Milch. Ja, 3,5. Sonst, mir reichen auch die 0,1er, die so ein bisschen besser schmeckt. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ansonsten mache ich mir persönlich auch gerne diese Milchalternativen. Kann man aus allen möglichen machen. Einfach kurz in den Mixer werfen mit Wasser und dann hast du Milchalternative. Hattet ihr ja vielleicht auch in den Foodhalls gesehen. Wir hatten davon viel gekauft, aber wir zeigen euch jetzt hier natürlich da. Wir zeigen jetzt nur eine. Eine Packung haben wir alle ausgetrunken. Wir hatten ja auch Besuch übers Wochenende. Der hat sich über Kakao sehr gefreut. Genau. Ne? Also war fantastisch. So, jetzt hätten wir hier die Stress Refresh Your Skin. Das war eine Glitter Peel Off Maske. Ja. Und die war absolut scheiße. Also da muss ich wirklich mal meckern. Das ist das Zeug, was so verknubbelt da rumlag, was du abgezogen hast am Tisch? Also, erstmal härtet die so krass aus am Gesicht, dass du dir wirklich, also es ist auch eine Epilierung dabei, ne, wenn man das abzieht. Also alle Mini-Härchen verschwinden dann auch. Und es tut also wahnsinnig weh. Und diese Glitzerpartikel, das sind so wirklich, die sind halt aus Plastik, ne? Die pieksen übelst, da sind ja Sterne drin und so weiter und so fort. Und jeder kennt als Kind so Glitzerzeugs, ne? Das willst du nicht in deinem Gesicht haben. Nee. Also das ist schon ein sehr krasser Peel-Effekt auf jeden Fall. Absolut nicht zu empfehlen, das war vom Action, kauft euch das bloß nicht. Also absoluter Horror. Ja, da wollte ich noch anmerken, ich sitze am PC und dann sehe ich plötzlich dieses rosane Zeug, was neben mir auf dem Tisch... Ich habe PC abgezogen. Da liegt so, ich dachte so, was ist das denn? Was ist jetzt hier gestorben oder was? Das ist ja... Das sah schon komisch aus. Grana Padano, der hatte so einen 30er-Sticker, deswegen hatten wir das mitgenommen. Das war sehr praktisch. Hier vorne ist so eine Reibe und wenn man das dreht... Da sind noch Krümel. Ja, da sind jetzt noch Krümel drin. Dann kommt. Weil da das Stück Rinde ist noch drin. Ne? Und man kann das einfach in der Packung drehen. Der Käse war bis hier oben hin voll. Das war sehr praktisch. Das ist leider nur der Padano, nicht der Reggiano. Aber dafür war der schon ganz lecker. Man konnte halt den Käse reiben, ohne dass man extra was dreckig machen muss. Und ohne dass man sich die Hände dreckig macht. Du kannst es hier reintun. Oh, Achso. Achso. Nee, ich wollte es heute sortieren. Das ist der Pfand dann. Extra Mülltüte. Dann mache ich das hier. Ich habe hier zwei Tüten drin. Das ist überklug. Also brauche ich auf jeden Fall den Parmesankäse. Das ist der Pfand. Wir haben hier eine Tüte, wo der Müll gleich wieder rein kann. Da machen wir das mal. Zack. Ich hatte hier noch eine Balea-Gesichtsmaske. Ich bin ja mal mit der App Codecheck durch DM und Rossmann gelaufen. Das ist jetzt hier von DM. Und diese Balea von der Eigenmarke. Diese Masken, die sind komplett grün. Also die einzigen Masken, die grün sind. Und ja, ich habe davon, weiß ich nicht, so 10 Packungen gekauft. Das sind immer so Doppelpakete. Passt, also... angenehm, auf jeden Fall. Steht ohne auch Öko-Test sogar sehr gut drauf, von 2020 der Test, also genau. Cool. Mochte ich, habe ich ganz viel, werdet ihr bestimmt öfters sehen. So, achso, ich habe hier ein Päckchen Backpulver aufgebraucht für die Brötchen, von denen wir eben schon geredet haben. Und Augen-Make-up-Entferner. Ölhaltig, pflegt die Wimpern mit Aloe Vera. Mochte ich auf jeden Fall. Genau, die Mira, du hattest ja eine Zeit lang diese künstlichen Wimpern drauf. Genau, diese künstlichen Wimpern, da muss man sich erst so einen Lidstrich ziehen, der ist magnetisch und der ist wasserfest. Und dafür braucht man diesen ölhaltigen, also dieses Augen-Make-up-Entferner. Was das entfernt und das halt wunderbar funktioniert mit dem. Und ich habe hier Triple Vitamin Booster, das ist jetzt von Rossmann, auch... Naturkosmetik Altera. Genau, Naturkosmetik Altera. Mochte ich auch sehr, sehr gerne. Hat dir gut gefallen. Ja, Serum kann ich nur jedem empfehlen. Das macht man auf die Haut und dann zieht es ein und dann hilft es, richtig? Ja, genau. Ich kenne mich da nicht so aus, möchte ich anmerken. Hilft jeder Haut. So, Amecke-Säfte, ja. Mandarine, Orange, das ist mein absoluter Lieblingssaft. Also ich mag gar keine gekauften Säfte, mir ist alles so immer so zu kräftig im Mund, selbst wenn ich die mit Wasser verdünne, schmeckt mir einfach nicht. Und das ist der einzige Saft, den ich trinken kann. Also weil der hat halt keine Säure, der ist nicht so, der hat nicht diesen bitteren Nachgang. Wenn man so Orangensaft, kennt ihr diesen aus Orangensaft, aus dem billigen, aus dem Konzentrat? Ich meine jetzt von Aldi oder von Penny. Schmeckt mir einfach scheiße. Da hat man immer im Rachen diesen Nachgeschmack. Und den hat man mit dem einfach nicht. Der schmeckt einfach lecker. Genau. Aber den verdünne ich trotzdem mit Wasser. Ja. Apfelsaft, den hat Ozok alle gemacht. Genau, das ist ganz normaler, der günstige von K-Classic. Habe ich benutzt für meinen Pulled Pork.
weil ich koche ja immer, wenn ich so einen Schweinenacken mache, mache ich ja große Portionen und unten in dem Gastrobehälter, da kann man alles reinmachen, um das Fleisch, dass es nicht austrocknet. Da kann man Wasser reinmachen, kann man Bier reinmachen, da kann man Cola reinmachen, aber man kann auch Apfelsaft reinmachen. Und ich finde, Apfelsaft schmeckt dann mit dem runtergetropften Fleischsaft, weil das Fleisch, das zieht ja langsam durch, dann tropft das Fett da rein und dann vermischt sich dieser Geschmack mit dem Apfelsaft. Und durch die Apfelsaftsäure schmeckt das Ganze sehr gut. Ja. Habe ich auch bei einem anderen YouTuber gesehen, dass der das mal mit Apfelsaft macht. Und der hat gesagt, das ist die beste Empfehlung. Kann ich hier auf jeden Fall bestätigen. Ich habe hier eine Dose Mais. Mais ist mein Lieblingsdosengemüse. Genau. Mag ich sehr, sehr gerne. Also kann ich auch eine ganze Packung alleine aufessen immer. Das genau. Und wir haben, ansonsten hatten wir auch noch Zucker Mais gehabt. Aber das war ja frisch, frischer Mais, Sache. Ja. Der schmeckt auch. Kann man schön knabbern. Ich habe hier Vollkorntoast, das genau. Haben wir für unseren Besuch gekauft. Geholt. Das hatten wir nicht im Futter gezahlt, weil da haben wir nur für 3 Euro bei Edeka was geholt. Und das war der gut und günstig Toast, den haben wir halt für unseren Besuch, genau. Der übernachtet hat. Vollkorntoast wollte er auch haben. Genau. Und die Hälfte hat der Besuch gegessen und die andere Hälfte, ich glaube ich, dann, genau. Als er weg war. Genau. Vollkorntoast einmal. Ansonsten, wir holen ja nicht mehr so viel Brot, außer backen wir selber. Dann frieren wir das ein, haben genau. Da echt länger was von. Und ich habe jetzt auch Brötchen gebacken. Dieses fertig gekaufte Brot schmeckt es einfach nicht mehr. Und es ist ja auch viel zu teuer. Ne? Da ist eine wahnsinnig hohe Gewinnspanne einfach bei. Ihr müsst euch das ja mal vorstellen, wenn man da so ein Mischbrot, dieses klassische Graubrot, Mischbrot kauft. 500 Gramm, 1,79 Euro. Da kann ich mir 2 Kilo Mehl von kaufen. Habe ich doppelt so viel Brot. Na, Mehl hat ja mal 45 Cent gekostet. Ja, kostet mittlerweile 69 Cent. Aber für ein Kilo. Ja, genau, für ein Kilo. Richtig. Und nicht 500 Gramm für das Brot. Habe ich die vierfache Menge. Amaranth. Das ist gepufft. Das habe ich auch aufgebraucht. Kaufe ich mir auf jeden Fall wieder. Sehr, sehr geil. Also kann man hier zum Beispiel so Riegel machen. Das ist auch die Verzehrempfehlung. Aber ich habe das immer super gerne über meinen Porridge gemacht. Denn es hat ein sehr hohes Volumen und trägt dann zur Sättigung bei. Ne? Weil genau, das Volumen erhöht wird. Und durch halt saugeile Inhaltsstoffe. Also das kann man echt mal über sein Müsli oder Porridge drüber kippen oder halt selbstgemachte Riegel mitmachen. Die habe ich auch schon gegessen, die schmecken auch gut, diese Snackriegel, die du gemacht hast. Genau. Ja, dann haben wir Spüli aufgebraucht, einmal Fit, kennt ja jeder, glaube ich, mit Zitronengeruch. Aber das hat jetzt auch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert, bis wir das gemacht haben. Ein Jahr hat es gedauert. Ja, sogar. Ja, wir waschen nicht so viel mit der Hand ab. Wir machen alles immer in die Spülmaschine, muss man dazu sagen. Genau, ja. Wir machen wirklich alles in die Spülmaschine. Ja. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann war es nicht Spülmaschinen geeignet, dann entsorgen wir es. Dann wollen wir das auch nicht in unserem Haushalt haben. Ich bin also da einfach alles in die Spülmaschine rein. Außer halt, wenn ich halt wirklich habe Pfannen und Töpfe, die ich halt schnell sauber machen muss, weil ich da ran muss, dann mache ich das selten. Mit Spülmaschine. Äußerst selten. Also wir gucken immer, dass alles in die Spülmaschine passt. Und wann wir das halt aber benutzen, wenn wir jetzt, sag ich mal, an den Oberflächen sauber machen. Und dann nehmen wir halt 2-3 Tropfen. Und demzufolge hält das sehr, sehr lange. Wir hatten aber auch noch ein paar Sachen von meinem Vati aufgebraucht von seiner Wohnung. Und er hatte da so ein Lavendelzeugs. Oh, das hat übelst gestunken, das Lavendelzeug. Also Lavendel geht gar nicht. Genau, deswegen, da brauchen wir wirklich nicht so viel. Sieht man aber auch in unseren wöchentlichen Einkäufen. Wir kaufen da keinen Spülmittel. Genau, und sonst sagst du immer, wir nehmen da immer Essigreiniger. Immer Essig, genau. Ja, das habe ich gegessen. Wir hatten ja beim Asialaden, falls ihr das euch erinnert, auch im Futur gezeigt, da hatte ich ganz viele Asianudeln geholt. Immer wenn ich abends mal so Hunger habe und zu faul bin zum Kochen, dann mache ich mir mit einem heißen Wasser und so einer Nudelpackung, dann esse ich die abends noch. Ja, also ja, und ist halt die Kurzerklärung. Das war Zahncreme, glaube ich, gewesen. Ja, Zahnpasta. Ja. Die haben wir alle gemacht, die waren so einer Tüte drin, original white, für natürliche weiße Zähne. Das war, glaube ich, ohne Alkohol, das war sehr angenehm. War es in so einer Campus-Tüte mit drin oder wo war das? Das war in einer Campus-Tüte mit drin und das hatten wir jetzt aufgebraucht. Das heißt, ich muss mal die Kamera mal umstellen, damit man die Produkte besser sieht oder so. Oder? Nö, ich kann ein bisschen, reinzoomen, ja. Ansonsten dann bist du ja, ist ja der Nee, geht nicht so. Lass uns so, ich halte es näher ran dann. Okay. Du gibst einmal Clementine, also hier habe ich nur das Netz drin. Ein paar haben wir noch im Kühlschrank. Saugeil inzwischen. Also kann man richtig gut kaufen jetzt. Perfekte, gute Konsistenz, super süß, sehr geil. Hier habe ich die Nektarinen. Davon sind noch 3 übrig, aber die haben wir auch gegessen. Italienische Nektarinen. Genau, die waren in diesem Netz hier drin. Ozok hat die schon gegessen, da waren die noch sehr hart. Ich hatte gestern eine gegessen und jetzt haben die so eine gute Konsistenz und sind auch noch ein bisschen so nachgesüßt, sage ich mal. Jetzt kann man die richtig gut essen. Darf ich noch was zeigen? Ah ja, genau. Bacon. Bacon-Scheiben haben wir gekauft. Daraus habe ich ein Gericht gemacht und zwar
Pasta mit Bacon, Bohnen, so ein Ding halt. Mhm. So ein One-Pot-Rezept. Mega geil, hat mir extrem gut gefallen. Hattest du das mitgefilmt oder hattest das hast du mitgefilmt? Dann seht ihr es vielleicht später oder ist es schon online? Ja. Hier habe ich einmal saure Sahne, weiß ich jetzt nicht, wofür wir die verwenden. Genau, saure Sahne habe ich gekauft. Das ist die Alternative zu diesen Kochsahne-Dingern, die wir haben, wenn es die nicht gibt. Weil die war ja eine Zeit lang ausverkauft. Dann haben wir alternativ die saure Sahne genommen zum Soßen anwischen. Genau, mit so einem Klecks, wenn man fertig ist. Das, ne? Zum das Geschmack ist so, verbessern und so. Das schmeckt immer ganz gut, ne? Uiuiuiui, Lachgummi-Softies, oh, sag was. Genau, das sind Gummibärchen, die habe ich mir gekauft. Die esse ich besonders gerne, die haben nämlich so einen weichen Fruchtkern in der Mitte drin. Und das Schlimme ist, wenn ich da anfange, da kann ich auch die ganze Tüte auffressen von. Und dann rede ich mir ein, dass es gesund ist, weil hinten drauf steht, dass da Vitamine drin sind. Das hat ja funktioniert bei dir. Ja. Hier hatten wir Butter-Brioche-Rosinenbrötchen. Die haben hier so einen 50er-Sticker, waren 4 Stück drin, die habe ich komplett alleine aufgegessen, außer ich hatte einen halben abbekommen. Genau, die... Und ja, ich hätte es nicht gekauft, wenn es nicht im Angebot gewesen wäre, aber die waren schon recht lecker. Da waren sehr, sehr viele Rosinen drin, das mochte ich wirklich sehr. Ich mag Rosinen. Hier, das hier ist gut, das haben wir auch lange gehabt, das war über ein Jahr haben wir das gehabt. Das ist so ein Glattspray für die Haare, das habe ich sogar benutzt. Also hier, Kosmetik, Osorg ist am Start, denn... Da wäre die Kamera fast umgefallen. Nichts passiert. Festgehalten. Ich habe hier einmal hier für die Wimpern Standard. Also hier Gesichtsmalerei. Beauty Lashes war in irgendeiner Box drin. Habe ich benutzt, war nichts Besonderes. Meistens laufe ich eh ungeschminkt rum, kann ich nicht so viel zu erzählen. Reiniger Tabs. Das ist von Karl Classic. Da sind günstigen. Wir auf jeden Fall mit zufrieden. 60 Tabs ist okay. Ja, für 5 Euro oder 4,80 Euro oder sowas. Unsere Gläser sehen top aus. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Macht alles sauber, auch wenn wir das komplett vollstellen. Die Spülmaschine wird immer alles sauber. Das Date mit den Freunden. Und dann Glaskorrosion. Da kenne ich noch die Werbung aus den 90ern. Wer kennt es nicht mit Kalgonit? Ja. Auf jeden Fall, also da braucht man echt keine Markenprodukte. Nein, kauft man billiges. Wenn man jetzt keine Töpfe, die komplett verdreckt sind, reinmacht, dann kann man auch einen halben Tab benutzen eigentlich. Da kann man das nochmal halbieren, da kann man ein bisschen sparen. Da ist genug Zeug, Saubermachtzeug drin, Lauge. Ist wirklich so. So, wir haben hier einmal von Garnier Mineral Protection 5, so ein Deo. Habe ich fleißig benutzt, war jetzt aber nichts Besonderes. Eigentlich mochte ich auch diese Packung nicht, weil irgendwie, also man hat es unter die Achseln gemacht, aber als der noch komplett voll war, kam immer deutlich zu viel raus einfach von diesem Produkt. Also ich kann das nicht empfehlen. Und dann hatte man so richtig nasse Achseln eigentlich. Vom Deo-Roller. Ja, vom Deo-Roller. Das war nicht, weil das da zu viel Produkt rauskam. Ich denke, deswegen war der auch so schnell alle halt einfach. Ne? Hier, das hat die Mira gegessen. Das war in der Campus-Tüte oder war das in der Unikum-Tüte drin? Die Campus-Tüte. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also, das hattet ihr ja gesehen gehabt bei uns. High-Protein-Mahlzeit, Milchreis. Ich habe schon ewig keinen Milchreis mehr gegessen. Aber Packungsanleitung passt auf jeden Fall. Ich habe, also hier steht, man soll es mit Milch anrühren. Ich habe das mit Wasser angerührt und... Ja, also war ein bisschen wässrig vielleicht, aber man konnte es ganz gut essen. Ich würde aber das Zeugs nicht von Dr. Oetker kaufen. Also wenn, also Milchreis ist ja eigentlich extrem günstig, kannst du ja trocken in so einer, weiß ich nicht, 500 Gramm Packung kaufen. Da sind ja auch 20 Gramm Zucker extra mit drin. Ja, und das tut es halt echt nicht. Ne? Also kann ich nicht empfehlen. Was haben wir denn noch hier? Das ist noch nicht alle, aber ich habe es mal beiseite gelegt. Das ist so ein Bad- und WC-Reiniger. Nee, man könnte Wasser reinmachen und es wieder reaktivieren. Ja. Aber wir benutzen das nicht. Und das liegt jetzt schon so lange rum. Das ist auch von meinem Vater aus der Wohnung. Der hatte sich das gekauft. Und wenn wir putzen, putzen wir alles mit einem richtigen Lappen. Also das ist eigentlich das Ziel. Diese Tücher, die braucht man nicht. Das ist absolute Umweltverschmutzung und eine Geldverschwendung. Ja, das muss nicht sein. Deswegen, ich entsorge das jetzt und Genau. Das zeigen wir auch mal. Mineralwasser, klassisch. Wir kaufen ja jede Woche Mineralwasser. Also haben wir natürlich dann auch aufgebraucht und kaufen wir immer wieder. Aber wollten wir halt mal zeigen, ist der Sechserpack die Halterung davon. Genau. Kauft dann Wasser. Jede Woche einen Sixer ungefähr trinkt der Osser. Ja. Und ich trinke ja meistens normales Wasser. Aber das Kaufmann-Wasser schmeckt mir auch ganz gut, wenn wir unterwegs sind und ich nichts anderes habe. Die anderen Wasser mag ich nicht. Das möchte ich ja singen. Das war vom Lidl, das war eine Aktionswoche. Genau. Da gab es nämlich Langoschteig. Und das habe ich ihr auch. Ihr kennt alle diese super leckeren Langoschteile, wenn ihr auf dem Markt seid. Das hat sich extrem geil ausbraten lassen. Und ich habe dann so eine Sauerrahm-Knoblauch-Zwiebel
Soße dazu gemacht und ein bisschen Schnittlauch und Tomate oben drauf gemacht. Wir haben das aufgefressen, das hat übertrieben lecker geschmeckt. Also, ja, wenn ihr das seht, könnt ihr euch. Oder so drin, ne? Ja, ihr könnt euch das auf jeden Fall holen. Kann man sich holen. Langoschteig kann man aber auch super, super easy selber machen. Ja. Könnte ich auch mal abfilmen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ach so, hier ist noch die zweite Sorte Instant-Nudelsuppe. Das andere war Hähnchengeschmack, das ist Rindgeschmack. Also, damit ihr. Nee, Ente ist das. Das ist Ente-Geschmack. Dass ihr Bescheid wisst, ich esse halt verschiedene Sorten davon. Ja. Wir haben einmal Küchentücher saugstark, das sind auch die von Car Classic, weil da muss man auch keine Marke kaufen. Nee. Ich habe ja eben noch großkotzig erzählt, dass wir alles mit einem Lappen machen. Aber möchte ich auch, aber manchmal nimmt ihr auch Sorge, dass wir sind. Bei Ölsachen, alles was so voller Öl ist, weil sonst die Lappen nicht so schnell sauber werden. Ich weiß noch, bei dem einen Lappen, da war Öl drin und dann ließ sich das in der Waschmaschine so. Ja, Öl geht schwer raus. Genau. Deswegen wische ich damit immer so Ölsachen ab, wenn man mal gekleckert hat mit der Pfanne oder so oder beim Opti-Grill halt. Ja, ich brauche das auch ab und zu einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel Schnitzel machen, so wie letztens. Da haben wir das mitgefilmt und ich tupfe das gerne ab. Oder manchmal mache ich so Pancakes in der Pfanne. Mhm. Und die tupfe ich dann auch immer in so Küchenkrepp ab, damit halt man dieses Fett nochmal raussaugt aus den Lebensmitteln, um das ein bisschen. Also ein Gramm Fett, also ein Gramm Öl hat 9 Kalorien. Und wenn man dann an so einem Schnitzel 10, 15, 20 Gramm Fett an der Panade hat, ne, dann sind das schon 180 Kalorien extra, nur vom Fett. Deswegen tupfe ich das sehr, sehr gerne ab. Geschmacklich merkt man das da gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Aber da spart man wirklich viele Kalorien, wenn man das wieder abtupft. Ja. Und das kannst du halt nicht in einem Baumwolltuch machen. Ne? Dafür brauchst du halt Küchenkrepp, dafür nehme ich das immer. Genau, halt im Tag. Deswegen, also ab und zu haben wir das da. Ansonsten zum Putzen wollen wir wirklich Lappen nehmen und dann in die Spülmaschine. Genau, in die Waschmaschine. Nachhaltiger, umweltfreundlich, Geld sparen. Ne? Ach, hier genau. Das hier können wir auch zeigen. Das sind die Reste von unseren. Wir haben Erdnussöl, das haben wir bei Amazon gekauft. Ja. Da kaufen wir immer 600 Flaschen und die halten eigentlich ein ganzes Jahr, haben wir festgestellt gehabt. Bisher je immer nachdem, so. Ossock hatte so eine Frittierphase. Das da war es dann ein bisschen schneller. Das hat nicht ganz so lange gereicht diesmal. Es ist ein halbes Jahr jetzt als wir das letzte Mal das bestellt haben. Kann auch länger sein. Ja. Aber ist jetzt unverschämt teuer geworden. Wir haben es jetzt nicht nachbestellt. Der Preis hatte sich verdreifacht, nachdem die Ölkrise ausgebrochen ist. Der Preis von dem Erdnussöl hat sich auch verdreifacht leider. Und es ist jetzt schon runtergegangen und es ist jetzt nur noch doppelt so teuer. Aber das ist mir immer noch zu teuer. Also ich hatte, sonst hat die Flasche so 3 Euro, 3,50 gekostet. Ja. Das fand ich okay. Das ist der doppelte Preis vom Sonnenblumenöl, vom billigen. Mhm. Und das fand ich okay für, ist ja auch eine bessere Nährstoffverteilung. Ne? Ja. Und Omega 3 und 6, also ist ein besseres Verhältnis halt einfach. Ja. Und ich habe jetzt schon einmal, was hatte ich für Öl? Rapsöl haben wir jetzt genommen, einmal zum Ersatz jetzt geholt. Weil 6 Euro für 1 Liter Öl, ich weiß nicht, also das ist wild. Schon auf jeden sehr Fall. Ich hoffe, dass es bei Amazon mal wieder günstiger wird. Die Ölpreise normalisieren sich ja jetzt wieder und dann hole ich wieder Erdnussöl. Genau, dass man nicht das ist ultra hoch erhitzt, also man schmeckt es auch nicht so richtig raus, das Erdnuss. Ja, aber es ist eine gute Alternative auf jeden Fall. Ja. Stopp kurz, da muss gleich mal drauf drin. Wir haben hier einmal Linguini. Das sind diese Plattennudeln. Ossock mag die auch sehr, sehr gerne. Also ist ja auch wieder diese neue moderne Verpackung hier. Weil Nudeln haben sie ja auch erhöht, die Preise. Ja. Und die waren halt in der Werbung, deswegen hatten wir da verschiedene Sorten. Genau, normalerweise kaufe ich von Kaufland die Car-Classic-Variante, entweder in normal oder in Vollkorn-Bio. Genau, die Vollkorn-Bio-Nudeln haben, die Spaghetti haben 89 Cent gekostet und die waren jetzt aber noch günstiger, weil die 50% reduziert werden. Die haben nur 79 gekostet, deswegen haben wir davon dann Aber meine Vollkorn-Nudeln kosten jetzt auch 1,29. Da haben sie auch die Preise erhöht. Alles erhöht. Also, haben mir aber sehr gut geschmeckt, da habe ich meine Spaghetti-Soße dazu gemacht und das hat mich sehr gut gesättigt und es war sehr lecker. Ja? Also würde ich wieder kaufen, wenn sie im Angebot sind. Für 1,80 kaufe ich die natürlich nicht. Das ist auch noch nicht komplett alle, das ist aber zu alt, deswegen habe ich das jetzt aussortiert von MacAsam. Das war so ein Lippenwunder. Das hat dann so ein bisschen gekribbelt und soll die Lippen größer machen, aber habe ich nicht nötig. Habe ich mir auch nicht selbst gekauft. Habe ich, glaube ich, mal von meiner Oma geschenkt bekommen. Gott hab sie selig. Und ich entsorge das jetzt aber, weil das ist mir mittlerweile zu alt. Und ich habe hier noch so einen Vollcolor-Stick, also einen Lippenstift von Lidl, P2, glaube ich, war Lidl. Endgeile Farbe, die liebe ich total. Ist ein sehr dunkles Rot, passt aber sehr gut auf meine Lippen. Mag ich sehr gerne. Wenn ich Lippenstift trage, dann immer diese Farbe. Und ich war mit Ossock extra bei Douglas und
Nee, ist noch nicht ganz alle. Ich war mit Ozark extra beim Douglas und habe genau die gleiche Farbe, aber von einem Markenhersteller geholt. War auch endteuer. Und genau, ich benutze dann immer das Markenprodukt jetzt und das habe ich jetzt aber entsorgt, weil die Konsistenz von diesem Lidl-Lippenstift, die ist einfach zu weich. Einfach. Also man hat es ganz schnell auf den Zähnen, wenn man das aufträgt, einfach weil das, also auch wenn man das nur so tupft auf die Lippe, gar nicht mehr rausschmiert, es ist zu weich und man hat zu viel Produkt auf den Lippen und das mochte ich nicht. Und dieses Markenprodukt, weiß jetzt nicht von welcher Marke wir das geholt hatten, aber war super teuer. Jedenfalls, der ist viel fester und der ist viel langlebiger und ich mag die Farbe einfach und einen Lippenstift recht, ja. Genau. Dann haben wir noch einmal hier aus der Dose Junge Erbsen, auch wieder K-Classic Eigenprodukt. Also wir holen da immer die günstige Variante, weil das wird halt in der gleichen Fabrik abgefüllt wie Bonduelle, die Marke. Ist halt einfach so. Ja. Da steht dann halt nur das andere Logo drauf und die Erbsen sind das gleiche. Die haben wir auch aufgegessen, hat sehr gut geschmeckt. Und du machst gerne Erbsensuppe oder auch Erbsen und Möhrchen und es schmeckt immer sehr gut. Erbsenpüree schmeckt ja auch geil. Also Erbsen kann man echt gut essen. Wir haben hier von Edeka die schwäbischen Bandnudeln. Die waren sehr, sehr lecker. Die hat sich auch unser Besuch ausgesucht. Genau, die hatten wir für unseren Besuch geholt. Ja. Und die waren aber wirklich recht lecker. Die hatten so richtig so einen Eigeschmack einfach, weil da so viel Ei auch drin war. Ich glaube, da waren 8 Eier pro Kilo. Nee, 5 frische Eier pro Kilogramm. Das ist halt sehr gut. Also extrem viel Ei drin und das hat man auch geschmeckt, würde ich sagen. Schmeckt lecker, also dann ja so eine Nudelbandnudel. Also würden wir wieder kaufen. Das ist die Verpackung von unserem XXL-Hähnchen. Das hatten wir für das Butterchicken. XXL-Butterchicken. Genau, das hatten wir geholt gehabt. Genau, das habe ich aufgehoben, weil es so viel Freude gemacht hat. Mit Susi und Uwe, wo wir das Butterhähnchen gekocht haben. Das hat sehr lecker geschmeckt. Dieses Butterchicken, oh, das ist so lecker, dieses indische Butterchicken. Mit der sehr, sehr lecker. Muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Und ja, als Andenken daran wollte ich auf jeden Fall diese Fleischpackung aufheben. Ich habe einmal passierte Tomaten alle gemacht. Genau, und da. Wir mögen diese kleinen Packungen. Hier ist 200 Gramm drin. In diesen normalen sind 600 Gramm drin. Und man braucht, wenn man jetzt so nur für so einen selbstgemachten Pizzateig macht und da so Kräuter ran macht, dann braucht man keine große Packung. Dann brauchst du nur 200, vielleicht sogar nur 150 Gramm Soße. Dann bleiben 50 Gramm Soße, kannst du noch Mayonnaise reinmachen. Dann hast du eine Tomatenketchup so. Ja. Aber 600 Gramm, man hat halt nicht immer was, wo man 600 Gramm braucht. Das ist halt sehr viel. Und das ist halt echt, genau, kleine süße Packung holen wir, das ist immer im Dreierpack, holen wenn's wir aber Angebot nur, wenn es in der Werbung ist. Ansonsten ist es deutlich zu teuer. Genau. So, dann haben wir noch. Dann habe ich hier von Balea eine reichhaltige Body Milk. Ja, die habe ich jetzt endlich alle gekriegt. Ich mochte die überhaupt nicht. Also weder die Konsistenz noch Body Milk an sich. Die war sehr, sehr flüssig. Also nicht, dass sie so eine große Öffnung gehabt hatte, aber man hatte ganz schnell so einen Riesenklecks auf der Hand. See. Und dann musste dich ja komplett damit einschmieren und dann dauert es halt. Mit Absicht, dass man immer besonders viel Produkt verschwendet, weil man einfach direkt die ganze Hand voll hat. Ja, also so sieht es aus. Keine Empfehlung, nicht zum Neukaufen, sage ich. Nee, Body Milk mag ich sowieso nicht. Ich habe ja Neurodermitis und hier ist zu viel Wasser drin. Und durch diesen hohen Wasseranteil, Wasser steht hier an erster Stelle, trocknet es ja extrem schnell auf der Haut natürlich, also zieht gut ein, aber es hinterlässt so ein ganz komisches Hautgefühl. Und wenn man Neurodermitis hat, dann merkt man das. Also das ist nicht gut für meine Haut. Es trocknet dann im Endeffekt, trocknet es die Haut aus, weil man dieses Produkt benutzt hat, ist schlimmer als vorher. Ja, ich bin sehr froh, dass es alles. Ich kaufe mir keine Body Milk mehr. So, dann haben wir noch, was ist das? Altera Sensitiv Augencreme Parfümfrei. Mochte ich sehr, sehr gerne. Habe ich alle gemacht. Ist gut, dass es so eine kleine Packung ist, weil man braucht immer nur so einen Tupfen. Ne? Genau, das ist für die Augen halt. Und das ist auch Naturkosmetik wieder, richtig? Altera, genau, das ist. Ich habe ja nur noch Naturkosmetik. Genau, ja. Und ich habe hier noch aussortiert Creme Eyeshadow. Das hatte ich auch mal von einer Freundin bekommen. Das ist so ein schwarzer Creme Eyeshadow. Braucht man normalerweise nicht. Aber ich hatte das dann manchmal zu Halloween dann nochmal benutzt. Damit und du auch richtig gruselig aussiehst. Ja, das kommt darauf an, was man sich schminken möchte. Man ja, ja auch Halloween Blut und alles. Ne? Man muss immer gucken, ist es im nächsten Jahr noch haltbar oder muss man es neu kaufen. Ja. Das entsorge ich jetzt. Ja, kommt auch nicht. Also das kann ich nicht mehr alle machen. So, damit ist unser aufgebraucht für diesen Monat sozusagen. Würde ich auch nicht nachkaufen, so einen schwarzen Eyeshadow. Eyeshadow, so eine Creme generell nicht. Also wenn man die auf dem Augenlid hat, ja. Weil das ist immer, ich habe das Gefühl, dass es sehr feucht ist dann auf dem Auge und es braucht Ewigkeiten zum Trocknen. Und
Man kann sich damit auch nicht schön schminken. Also Halloween war wirklich der einzige Anlass, wo man dieses Zeugs tragen konnte. Was denn? Da musst du auch ehrlich sein zu den Produkten. Ja, ja. Also ich habe spitzige Sprüche in meinem Kopf, die ich jetzt nicht raushaue. Also, nein, ja, du hast recht, zu Halloween. Lass uns Trail haben. Nein, alles gut. Aber wir sind fertig mit unserem Aufgebrauch, wollte ich anmerken. Genau, wir können den Müll jetzt entsorgen. Wir haben ihn jetzt so lange gesammelt und der lag halt hier. Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht, das Sammeln. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Format fandet. Sollen wir nächstes Mal mehr sammeln? Haben wir zu viel gesammelt? Und ich denke, das wird auf jeden Fall lebensmittellastiger werden. Denn demnächst halt weniger Kosmetik. Naja, wir kaufen ja von den Kosmetiksachen, habt ihr festgestellt, das meiste hat uns nicht gefallen und kaufen wir dann halt auch nicht nach. Und dann können wir auch keine Kosmetik wieder reinhalten. Nee, das war ja auch hier nicht so Naturkosmetik, was ich jetzt aufgebraucht hatte. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Also, falls ihr das Format gut findet, könnt ihr das gerne jetzt nochmal zeigen mit einem Daumen nach oben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir würden uns auch sehr drüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao! Ciao.